Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video Ghost Recon Wildlands. Ja, beim letzten Mal waren wir hier stehen geblieben. Wir waren hier für die Heli und wollten uns das Dokument holen. Da fliegen wir jetzt auch hin. Bevor wir da hinfliegen, denkt bitte daran, ein Abo dazulassen. Das ist für euch kostenlos und für mich einfach dieses Support. Teilen, liken, kommentieren über den Daumen genau. Und checkt doch einfach unten in der Videobeschreibung meinen Hintergrunder Partner. Über den könnt ihr wirklich gut und günstig Spiele holen. Ihr habt keine zusätzlichen Kosten, kein gar nichts. Und ihr supportet mich damit. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier hinkommen. Oh, Unidad ist da hinten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Muss den Vogel mal irgendwo landen. So. Ich hoffe, das haben die nicht mitbekommen. So, ziehen raus. Da hinten ist ein Dokument. Da auch noch. Wir müssen aufpassen. Achtung, Feindpräsenz. Drohne raus. Die Drohne ist oben. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Passt bitte auf. Kann nicht zurück. Ich sehe hier nichts unter mir. Okay, Drohne einpacken. Ich würde ganz gerne da unten runter die Mappe holen und dann weitergehen. Bin, glaube ich, nur ein bisschen dumm gelandet hier am Berg, weil ich weiß nicht, ob ich das Ganze schaffe, hier runterzukommen. Heimlich. Wo ist mein Team? Also man kann die Felsen hier wirklich runter. Ich weiß nur nicht, was hier noch alles ist. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Ist hier wirklich niemand? Geil, das kann ich gebrauchen. Yo, MG-121, nehmen wir doch gerne mit. Und hier hinten ist noch ein Formular. Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns, mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Super, damit haben wir die nächste Mission. Aber zuvor werden wir hier runtergehen. Da oben drin, okay. Will mir jemand erzählen, dass hier niemand ist? Nachts schlafen wir einfach. Das ist gut. Die kleinen Burritos. Oben im Turm ist normalerweise auch immer einer. Mal schnell markieren, was wir weg haben. Tango Nummer 3. Shit, die haben wohl eine Leiche gefunden. Dann cleart den Bereich. Ihr Leutnant flieht. Sniper! Hey, lass ihn in Ruhe. Quäl nie wieder Gefangene.
Öffne Feuer! Leute, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Unterwegs. Suche bessere Schusslinien. Moment. Such eine gute Schusslinie. Jetzt haben wir drei, die wir wegmachen können. Ziel erfasst. Ziel markiert. Bereit für den Angriff. So, alle weg. Wir gehen jetzt ran, da wir eh schon entdeckt sind. Ohne Schalldämpfer. Nachtsicht da machen. Damit ich was sehe hier. Nehmen wir mit. Aufzeichnung, okay. Irgendwo sitzen hier noch welche. Da oben im Turm. Kriege ich den da oben? Scheiße, die wollen hier lang. Team? Roger, ich gehe in Position. Gehe in Position. Weil der macht uns das Leben schwer da oben. Ziel erfasst. Bin bereit. Danke. Umgelegt. Irgendwo. Ausgelöscht. Was das? Scheiße, meine Nerven, Mann. Ja, manchmal braucht man Nerven für den Kampf. Und Freunde, wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr Bescheid sagen. Dann muss ich euch austauschen. Ich brauche schon ein Team, auf das ich mich verlassen kann. Also, hier hinten ist nichts mehr. Nachtsicht aus. Dann würde ich sagen, Vorposten, wo ist der? Dann könnten wir uns einen von den Helis. Die sind wahrscheinlich alle. Willst du den Ort nach Informationen absuchen? Nach Informationen habe ich schon abgesucht. Ich brauche den Heli. Damit wir hier weiterkommen. So, einer, Leute. Und dann machen wir als nächstes das Dokument. Ich sitze, los geht's. Schon unterwegs. Freunde. Wir werden uns garantiert nicht einfach so da reinlassen. Oh, das schaukelt so. Wir landen hier. Ich hoffe, wir kommen da heimlich rein. Dass die jetzt mitkriegen. Abwasserkanal. Achtung, die Freunde werden gleich welche sein. Markiere ein Tango, Einheimische in der Nähe. Okay, alles ist Drohne, gut. Drohne, raus. Damit ich mal weiß, was sie sagt. Jo, zwei Kartellschützen. Wo hast du sie? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Im Haus sind garantiert auch welche. Zwei Sicarios. Sonst ist nichts. An der Straße ist auch nichts. Haben die sich alle im Haus verbunkert? Ich sehe ein zweites Ziel. Also Drohne einpacken. Freunde. Ich gehe in Position. Den bitte schön. Ich habe das Ziel. Sekunde, geh in Position. Roger, Ziel erfasst.
Auf dein Zeichen, Boss. Feuer. Aber ein Ziel. Greife an. Ja, rein. Locker bleiben. Alles ist gut. Das darf nicht so weitergehen. Da sind echt ziemlich viele von denen, die wir hier gar nicht haben können. Sorry, Bruder. Ich weiß, im Schlaf ist das nicht so schön, aber ich wünsche dir schöne Träume. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Juri und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turteltäubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. Nun, markiere. Ach, muss ich von der anderen Seite wieder ran. So, wo wir schon dabei sind. Füllen wir unsere Muni nochmal auf, damit wir alles haben. Ach, ich komme hier wieder nicht vorbei. Hier rüber, ab über die Mauer. Team, mitkommen. Rein. Ziemlich viele Blinklichter und Knöpfe hier drin. Ah. Du hättest mich fahren lassen sollen. Nein, nein, nein. Maschinen wieder blöde. Bereit? Feuer, Feuer, Roger. Feuer! Bereit machen! Schieße! Hurra! Tango getötet. Mauer gemacht. Muss schnell raus die Kiste markieren, dann fliegen wir gleich weiter. Wir wollen keinen Aufsehen erregen. Ja, alle wieder einsteigen. Oh, Heli steigt an. Also der Heli-Fliegen mit Maus und Tastatur ist nicht ganz so einfach. Es geht, aber... Achtet bitte immer drauf. Bock, im Dach. Hola, Senora. Keine Angst, ich tue euch nichts, ich brauche nur das Dokument. Hey, ¿cómo anda? Hermanos, meine Cocaderos. Ich sehe in euren Gesichtern die Narben, die die Männer Santa Blancas in diesem Land hinterlassen haben. Sie stehlen unser Coca, bedrohen unsere Art zu leben, verbrennen Häuser und töten unsere Kinder. Eine Spur der Asche und des Blutes. Das Blut des Volks von Bolivien. Das Blut, das durch die Venen von Tupac Katari, den großen Aymara-Führer, floss. Lass den Anschluss mal ruhig reden, wir sind vor 300 Jahren besiegt hat. Wir sind müde. Wir sind hungrig. Wir sind einsam. Aber das Blut fließt noch immer durch unsere Venen. Wir sind Bolivianer! Mientras que respiremos, queremos libres. Keine Waffe oder Bedrohung und kein Kartell kann uns das nennen. Ich sehe in euren Gesichtern keine Cocaleros. Ich sehe Krieger,
Widerstand kämpfen. Ich sehe die Saat der Freiheit. Wir bekämpfen sie überall. Wir sind ihre schlimmsten Albträume, bis sie unser Land verlassen. Heute bin ich kein Cocalero. Heute soll man mich Bacchadari nennen. Und ich leiste einen Schwur, uns, die Rebellen, zum Sieg zu führen. Hier sind ein paar Narcos. Neben dem Container, siehst du? Verstanden. Unterwegs. Brauche neue Position. Roger. Ziel markiert. Ziel markiert. Umgelegt. Knapp daneben. Er will wissen, wo das herkam. Runter. Unten bleiben. Bin gleich da. Danke. Hi, Ketal. Wir können los. Stehlen und Rebellen gegen böse Kartelle helfen? Ich liebe meinen Job. Damit sind wir am Ende, Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Wünsche euch noch alles Gute. Denkt immer dran, Abo dalassen, teilen, liken, kommentieren. Würde ich mich riesig darüber freuen, weil ihr supportet mich damit. Und checkt unten in der Videobeschreibung meinen MMOGA-Partnerlink aus, über den ihr gute und kostengünstige Spiele bekommen können. In dem Sinne, ringehauen.